Hallo meine Damen und Herren und willkommen bei einer weiteren Runde Secret Hitler an diesem Abend. Wir sind wieder zu acht. Wir haben schon alle unsere Secret-Karten rausgelegt. Fast alle Leute haben sich schon blind gemacht, nur Ente und Gär nicht. Die brauchen wir wieder ein bisschen. Naja, so schnell geht das. Jetzt haben sich alle und Freddy hält mal seine Maus still. Freddy, halt die Maus still. Freddy, halt die Maus still. Ach, fick dich, Freddy. Ich mache jetzt auch die Augen zu. Entmute mal die lustige Gruppe im Teamspeak und sage schon mal, die beiden Faschisten können jetzt die Augen öffnen und die Karten umdrehen. Bauge, du kannst dich doch nicht beschweren, dass ich zu langsam bin mit dem Blindwerden, wenn du Faschisten noch überhaupt nicht angesagt hast, dass ich blind werden muss. Das ist ja hier immer diese Lügen, während du uns herzlichen mutest. Herzlichen Dank an die Faschisten. Ja. Die Faschisten sind jetzt gerade voll aktiv. Deswegen reden die auch so wenig. Ja, ja. Oder besonders viel. Ihr redet mal, während du diese Karten umlegst. Die ja, das ist unglaublich. Ich habe zwei Pings gehört, oder? Irre ich mich? Nein. Also ich habe keinen gehört. Ja, Gerd, du musst deinen noch machen. Gehört. Ich habe nur einen gehört. Doch, eine mindestens. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt eins oder zwei waren. Dann würde ich sagen, lassen wir alle die Augen geschlossen und die Faschisten pingen bitte nochmal, wenn sie fertig sind. Ja, okay. Jetzt habe ich zwei Pings jetzt, gehört ja. Und 21 zu 20. Eine Insel! Jetzt genau. Dürfen alle wieder die Augen öffnen und es geht los. Es geht schon wieder los. Ich würfel mal den Würfel des. Ich will auch mal würfeln. Ich meine, ich bin hier da. Jawoll! Ich bin begeistert! Auch! Sag mal! Hier macht der Würfel ist kacke, den schnipp ich jetzt erstmal vom Tisch. Bilden wir mal wieder das Alpha. Also das ist kein guter. Nein, den glaube ich, da habe ich schon irgendwie wieder so Gedanken, das kann gar nicht gut sein. Ja, das hat er. Ich habe eben schon Fred jetzt erst gewürfelt, der Würfel ist kaputt. Faschisten unter sich, das ist es. Ja, wenn es das mit Eckenbuddies wäre, dann würde ich es sehr verstehen, aber. Ja, kann es auch nicht schwer. Umdrehen bitte. Zweifler. Bravo, jetzt nimmt's gute Wahl. Jetzt nimmt Ente die Position von Grumpy Mega eben ein, der einfach gegen alles immer mit Nein gewotet hat. Nein, ich vote nicht immer gegen alles Nein. Wann ist denn Lumpi ins Teamspeak gekommen? Um 21.25 Uhr, also schon relativ lang. De facto. Dann war er das letzte Mal aktiv. Und wahrscheinlich um 21.25 Uhr. Gerade eben. Ja, wahrscheinlich hat er einmal laut gerülpst und das Mikrofon hat sich aktiviert oder sowas. Folgendes, ich möchte darauf hinweisen, dass Politik gemacht wird, an der Freddy beteiligt ist, das heißt... Ja, rote Karte fallen. Stille. Ja. A, es ist so angenehm still, was mir sagt, dass B, Freddy an der Macht ist und C, jetzt eine rote kommt. Ja, ich würde sagen, first kill Freddy. Dankbarsten Job von allen. Ich habe drei Runde gezogen, das ist für alle Parteien. Ja. Oh, für nein. Alle Parteien, vor allem für dich. Du überhaupt nicht eine blaue gedrückt hast. Ich kann keine blaue nehmen. Du leugnest gerade so hart, ey. Ich kann keine blaue nehmen. Man sieht es dir an, Mann. Du hast mit Sicherheit eine blaue gedrückt. Freddy denkt jetzt so, also niemand würde ein Faschist in der ersten Runde blaue legen. Warum glaubt mir niemand? Zwischen 33 und 45 war im Urlaub. Ich hab nichts mitbekommen. So, ich stelle jetzt Dojo auf. Es tut mir auch leid, dass ich dich damit beflecken musste. Das finde ich eine gute Wahl. Ja, endlich hätte ich eine Exzess Sache hier mal richtig. Wir haben dann noch zu bunt getrieben. Ja. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das herkommt. So, jetzt hier Auge und Dojo. Auch gewandt, das ich darf mir auch was 3 aussuchen. Auge hat gerade 4 Karten gezogen und es ist bloß gerade peinlich. Ich hätte noch alle gemarkert. Oh. Mahlzeit. Ja, mal gucken, ob jetzt die zweite rote fällt. Ja. Möchten Sie sich erklären? Ich habe 3 rote Karten gezogen. Deswegen. Deswegen. Gib her, Freddy. Gib her. Wieso sollte ich euch beide als Faschisten glauben? Freddy ist Faschist! Oh Gott. Oh mein Gott, was wird laut zu schreien? Der Beef geht los. Das hat einen Vorteil. Ich habe 3 rote Karten gezogen, deswegen war das mit Freddy eben eine Lüge. Und ich habe es gesehen.
Freddy ist Faschist. Von euch. Ich glaube keinem von beiden. Das ist ja egal. Das ist ja gut. Das ist gut. Das ist gut, wenn ich draußen bin. Hauptsache, ihr glaubt auch Freddy nicht. Beide politisch tot. Wir begeben dich in die Welt des Schmerzes, Präsident. Ja. Also, ich trage schon mal ein. Hört auf, hört nicht auf Freddy. Ignoriert sein Geblubber völlig, ignoriert auch gerne mein Geblubber. Freddy ist ein Fascho. Auge, wenn man dein Geblubber eh will, dann kannst du auch zum Mund fallen. Das ist ja wunderbar. Das können beide Faschos sein. Nee, genau, Enzi, der eine Fascho schwärzt den anderen einer, damit beide draußen sind. Das wäre nicht das erste Mal. Hauptsache, ihr ignoriert Auge, dann könnt ihr schon sonst gar nicht mehr so viel falsch machen. Freddy, bist du Hitler? Nein, bin ich nicht. So eine Frage geklärt. Oh, sehr gut. Endlich mal. So, schaut vernünftig in die Regierungsarbeit aus. Ja, los, geht. Lass mal Regierung machen. Dojo, ich habe gerade die Karte bei dir reingedreht. Die musst du mal ja leider nicht hinlegen. Als inkompetent markern ist. Traust du dir nicht? Halt die Luft an. Hast du ein Fragezeichen bei dir rangemacht? Los, mach das Fragezeichen größer. Ich habe bei mir drei Ausrufezeichen für Inkompetenz hingemacht. Ja, ja. Das wussten wir schon immer. Was aber jetzt die Karte, verdammte Scheiße. Präsident, Ex-Präsident, Sinnhead, was hatten Sie gezogen? Ultra-Ex-Präsident Freddy, leg mal deine Kasche hoch. Wer möchte mir denn sagen, was der Bedingungen gezogen nicht hat? Nö. Ich sag ihm auch nicht. Noch dreimal. Er hat gar nichts gesagt bis jetzt. Hat? Er hat nicht gesagt, was er gezogen hat. Ja, super. Soll ich dich als Faschist markieren oder was, Alex? Jetzt sag deinen Mitliberalen, was du gezogen hast. Du weißt doch eh schon, was ich bin. Du hast ja meine Karte gesehen. Ja, sag doch den anderen, was du ja, natürlich, du weißt jetzt, was ich bin. Auge ist mitverdächtig. Also sag jetzt den anderen Liberalen, was du gezogen hast. Ja, dann warum mach mal die Ohren zu, Freddy. Ja, ich hab die Ohren zu. Hopp, los, jetzt sag. Oh, Leute. Fragen wir andersrum. Wortgedanken, was hast du denn bekommen? Ich hatte die Wahl. Ja, es reicht doch schon, fertig. So, nein, es reicht noch nicht. Ich wüsste gerne, wie viele Blaue jetzt aus dem Spiel sind. Acht. Naja, also. Also die eine, mit der die du gedrückt hast, würde ich sagen, eine. Also ich streite hier nicht zur Wahl, ohne mir ist es zu behindert. Du musst wählen, Freddy. Entschuldigung, okay, also Freddy wählt nicht, dreht bitte eure Karten rum. Der Liberale hat mich schon als Faschist gemarkert, völlig grundlos. Er richtig, der Liberale hat dich als Faschist gemarkert. Danke, dass du mich doch als Liberal bestätigst, Freddy. Er verweigert seinen Mitliberalen die Information, die sich nicht mal dagegen wehren. Sag mal, wie behindert seid ihr eigentlich? Also, Alex, du kriegst schon mal von mir ein großes Fascho-Ausrufezeichen. Kollege, liebst du noch oder müssen wir einen. Ich mein, Alex weiß überhaupt nichts über mich, außer das Auge, der eine Rote gespielt hat, sich als Faschist bezeichnet hat und will jetzt deswegen nicht mal sagen, was er gezogen hat, sodass alle Liberalen hier nicht wissen, wie viele Blaue noch sehr gut. Okay, haltet mal alle kurz den Rand. Ich habe zwei Blaue gezogen und die Blaue abgedrückt, damit ich Gär testen kann. Ja, der erste Liberale neben Alex, neben Felix, der sich normal verhält. So. Ja, der erste aha. Liberale, wenn du dich und seit, Liberale warum ist jetzt, warum ist jetzt Felix der Liberale? Ja, weil nee, gesagt, Auge, weißt du, was noch eher interessant ist? Verstehe. Der erste Liberale ich neben als Liberale, Auge. Weißt du, warum, Alex? Weil ich nicht weiß, was du bist. Dann bist du einfach bloß ein behinderter Liberale. So wie du immer. Sinnet, reg dich nicht auf. Ich hab's ja gesehen. Ich weiß, dass Freddy Fascho ist, deswegen schlägt er jetzt mit Fangzähnen und Klauen um sich. Gär, du bist dran. Gär. Ja, ich weiß. Ich würde gerne mal Ruhe haben. Das Problem ist, es ist immer so schwer, sie zu überhören. Silenzio. Bitte. Wen soll ich denn wählen? Stell ihn K.O. Doch, ich möchte nur Meinung von Ente und Alex erstmal hören. Was? Also, diese beiden sind politisch tot, das wissen wir alle. Ja, bitte, das heißt, dann bleibt nicht so viel übrig. Weil der Rest der Liberalen stimmt dann für Nein und dann kommt bloß irgendein Fascho dran. Nimm jemand anderen. Jetzt also, Moment, Stress, ich muss mal sagen, kurz gerade mal ein bisschen Logik machen und nicht so lautes Gebrülle. Ich muss jetzt bei Auge und Freddy Felix sind raus. Alex, ich würde dir gerne zuhören, aber dein Hintergrund schreit irgendjemand. Der kleine rote Gebrülle. Weil dieser behinderte nicht weil sich Mühe gibt, liberal zu spielen und zu sagen, was er gezogen hat. Das ist unglaublich. Ja, dann will man halt nicht Sinn hätte, wenn das nicht sagen will. Also, Gär. Aber wenn du ein Faschist bist, versuchst du gerade einen liberalen Platz zu reden. Ja, Gär. Und Alex, ich glaube nicht, dass Freddy, dessen Faschistenkarte ich gesehen habe, am Anfang einen Mitfaschisten aufstellt und den dann eine rote Karte ausspielen lässt. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass Inka liberal ist.
Das Auge ist übrigens auch ein Verdacht. Ich weiß nicht, ich würde dem auch nicht so. Ja, aber dann wäre Freddy. Auge, du hast. Also dann wäre Inka ja trotzdem jetzt, egal. Jetzt rechne mal Auges Bilanz. Auge hat gerade. Außer Freddy ist Hitler, dann weiß er nicht, wer seine Mitfaschisten sind. Mich als Faschisten bezeichnet. Er spielt mit außer Alex Freddy zusammen. Er spielt mit Alex zusammen, der völlig behindert niemanden mitteilt, was er gezogen hat. Ich spiele überhaupt nicht mit Alex zusammen. Wenn der hier irgendjemanden deckt, dann ist das mehr als verdächtig. Für jeden Liberalen sollte Auge mittlerweile auch verdächtig werden. Freddy läuft gerade wieder zur Höchstform auf. Ja, ich finde das super, weil ihr werdet ja nachher alle sehen, dass Freddy Fascho war und ich finde das jetzt so. Ich würde das jetzt so irgendwie befriedigen. Der Argument tut sich offensichtlich Auge, wenn sich out of nowhere aufregen kann, das ist so geil. Können wir das weiterspielen? Auge, wenn es jetzt nicht so laut wäre, dann wäre das super. Halt mal kurz. Ja. Fresse halten jetzt! Hi, Captain! Also, ich habe leider 3 blaue gezogen, weswegen Mika natürlich auch nicht die Wahl hatte und weswegen auch die Frage, ob eine Karte vorher gedrückt wurde, man eindeutig beantworten kann. Ja, aber Alex, das ist ja nicht sagen. Was er gezogen hat. Könnte bitte Mr. Goebbels aufhören, in seinen Zweiten Weltkrieg zu Ja, spiel mir euer Idiot-Limente. Felix, nimm Ente, bitte. Ente, kannst du mal bitte jetzt die Luft anhalten? Jetzt mal kurz ein bisschen beruhigen. Ente, was hast du nochmal gezogen? Ich hatte 2 blaue und 1 rote und Ger die Wahl gegeben. Ach, dann waren praktisch alle blaue raus. Also ja, genau. Dann waren alle blauen raus. Ja, aber die Tatsache, dann habe ich auch nicht gelogen. Dann, Ger, dann habe ich auch nicht gelogen. Ich habe auch keine gedrückt und das steigert dir meine Aussage, wenn ich sage, dass Freddy ein Faschist ist. Das ist richtig. Also Freddy macht sich natürlich unglaubwürdig durch seine Gebläke, aber grundsätzlich sind Auge und Freddy ein Faschist. Könnt ihr jetzt, Freddy, Leg deine Kanzler. Du musst nicht, wissen immer noch nicht, wir wissen nicht, ob Ente recht behalten hat, aber wirklich 2 blaue gezogen hat. Wir wissen auch nicht, wie viele blaue Alex gezogen hat. Es kann immer noch sein, dass Auge eine blaue gedrückt hat, weil wären nämlich 3 blaue gewesen auf Auge, auf Alex, auf Ente. Und weil sich bei euch niemand drüber aufregt, dass dieser Liberale hier spielt wie ein Vollidiot, wissen wir jetzt immer noch nicht, wer von denen jetzt eventuell eine blaue gedrückt hat. Immerhin benennt er Sinnett schon offiziell als Liberal, das finde ich schon mal ganz nett. Ich sage, dass er eventuell als liberaler Idiot spielt, wenn er denn wirklich einer ist. Ich kann jetzt aufstellen, Eckenbuddy-System. Freddy, was legst du dich auf? Ganz schnell dich so. Nein, das ist total unlogisch. Ich habe noch keinen ideologischen Liberalen gesehen als dich, Freddy. Oder... Also Dojo... Also bei Alex vote ich zumindest nein. Ja, warum? Weil er sich idiotisch verhält, dann. Ja, du hast es jetzt schon oft genug gesagt. Also, die logische Sache wäre, Ente aufzustellen. Ja, Ente hat behauptet, er hat eine blaue gedrückt. Und warum sollte ein Faschist behaupten, er hat eine blaue gedrückt? So. Macht das schon mal keinen Sinn? Weil man als Faschist meistens lügt. Ja, aber das ist ja eine Lüge, die keinen Sinn macht. Das zeige ich habe 2 rote gezogen. Du kannst den blauen Kartencount damit fälschen. Das ist wichtig für die Liberalen. Deswegen ist auch wichtig, dass ein Liberaler mitteilt, was er gezogen hat. Ja, aber da kannst du ja viel besser jemanden anschwärzen und sagen, er hat eine blaue gedrückt. Der Herr ach so Liberale ist sich ja absolut sicher, dass Auge recht behält und nicht lügt. Gottes Willen, ist das anstrengend. Ja. Ja, natürlich, mit solchen Liberalen zu spielen, ist immer anstrengend. Ja, echt, ey. Wenn du ein Liberaler bist, bist du da anstrengend. Also, wenn es nicht so lustig teilweise wäre, müsste ich ihn echt muten, weil... Sonst also, wird es mir nur noch auf den Sack gehen. Aber ja, siehst mal, wie gut ich bin. Das sind 3 bei 12. Am nächsten Woche gibt es dann das Secret Hitter Bullshit Bingo, meine Herren. Ja, super Idee. Das ist ein super Plan. In der Mitte ist immer Freddy raged. Nachdem wir jetzt sogar 2 Streams zum Beweis haben, finde ich, das ist super. Willst du mir was erklären? Ich habe 3 rote gezogen und musste dir leider eine rote reindrücken. Okay. Ja, sind bei. Wie viel? Blaue gibt es 6 Stück. Es gibt noch 3. Es sei denn, ein Mordgedanken hat eine gedrückt. Ja. Wenn ich noch eine drücken würde, dann wären jetzt 2 draußen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist richtig. Wenigstens kann ich ganz normal eintragen: 3 rote Fragezeichen. Nicht so ein komisches eine blaue Fragezeichen. So. Ich muss einen Präsidenten bestimmen. Korrekt.
Also ich finde Inka vertrauenswürdig. Der ist gerade eben gewählt. Findest du mich vertrauenswürdig? Ich gebe zu bedenken, Felix, ich hatte... Du könntest jetzt Freddy auf den Fall bringen und mich als Präsident bestimmen. Ich finde Inka auch ein vertrauenswürdig. Ich habe zwar eigentlich nichts gegen Inka, aber ich habe was dagegen, dass Auge für sie einspringt. Freddy hat gegen jeden was. Auge ist der Einzige. Ja, Monika, sprich aus. Freddy bestimmst, wird das aber down gewotet. Ich wirklich Rage lassen, indem ich wirklich Zinnert aufstelle. Dann wird ja, die dann Welt untergehen. Ich werde halt einfach downvoten. Ihr könnt ja dann für ihn voten, wie ihr wollt. Aber es ist darf ich ganz kurz denn was sagen? Ja, offensichtlich nicht. Ja, also, und was Inka angeht, sage ich zumindest nur, also Auge und Alex meine Güte, lass doch Inka reden. Sind die einzigen hier am Tisch, die zusammenspielen wie Buddies, als wüssten sie, wer sie sind. Ja, Alex, nee, Auge nicht also, wirklich. Jetzt halt meinen Rand, lass Inka reden. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ihr mich alle für vertrauenswürdig haltet. Ich habe bei keiner von beiden Dingen die Wahl gehabt, was ich legen kann. Natürlich könnte ich auch Fascho sein und behaupten, ich habe blaue mitgedrückt, wenn ihr glaubt, dass Freddy ein Fascho ist. Dann könnten wir auch genauso gut zusammenspielen. Ich verstehe gerade nicht, wie ihr auf die Idee kommt, dass ich sonderlich vertrauenswürdig bin. Kann mir das bitte jemand erklären? Ja, weil Auge die ganze Zeit davon redet. Und ich hab vergessen, dass Inka zwei blaue bekommen Fall hat. Liberal, würde ich sagen. Ente ist auf jeden Fall. Ich dachte eben, Inka hätte die Wahl gehabt. Dass man über die blauen Karten gut Buch führt. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass Felix, du weißt, was du zu tun hast. Wen kann ich jetzt aufstellen? Sinnet. Sinnet, du hast doch nicht einmal bloß mit Auge, bei einer blauen dabei irgendwas. Ja, er hat mit mir eine blaue rausgekriegt. Ja. Was waren denn die anderen? Alex ist hundertprozentig liberal und Alex ist eventuell Faschist. Aber also, wenn was? Alex Faschist ist, Ente kann ja Alex das Kanzlerland nehmen, aber da kann Ente ihn erschießen. Also Alex, Ente war. Warum bin ich jetzt auf einmal Faschist gehe? Gut, Freddy sagt, ey, er vertraut Ente. Das ist natürlich eine andere Frage. So. Das ist ja, ich vertraue Ente und ich vertraue diesen. Es ist ja nicht nur, dass er so Idioten spielt, er vertraut auch noch Auge. Es gibt auch keinen Auge würde ich auch nicht wirklich vertrauen. Auge ist genauso wie Freddy das Rage-Duo, wobei Auge aufgegeben hat. Auge und Alex spielen die ich schreie da einfach nur nicht gegen an, warum sollte ich? Dem Ente. Das ist der Alex Rage. Weiß ich nicht warum. Könnte Ente nehmen sogar, weil ich kann ja aufstellen. Ja klar, du kannst alles kannst auch machen. Stellen, also Gerd, wenn du an Auge und Alex Zweifel legst, dann würdest du jetzt Ente mit zustimmen, weil die zwei sind jetzt nicht so vertrauenswürdig mit ihrer komischen Masche, die sie haben. Ja, warum sollte man dir jetzt mit deiner Meinung vertrauen? Also Freddy, dir vertraue ich am allerwenigsten. Ja, danke. So, und dann macht es einen riesigen Abstand. Und danach kommen. Gerd, wenn du liberal bist, dann denk mal dran, was in den liberalen letzten Spiel passiert ist, als sie mir nicht vertraut haben. Hast du da ja, auch da hast gespielt? Du aber auch anders argumentiert. Hä? Ich werde von Auge beschuldigt, Fascho zu sein. Alex kauft ihm sofort ab. Das ist überhaupt nicht verdächtig, wenn ein Liberaler, ja, wenn Alex wirklich ein Liberaler ist, ja, da auf einmal einfach einem anderen, der eine rote gespielt hat. Also ich vertraue immer noch Inka, ich weiß nicht warum, aber Ente vertraue ich am meisten, Inka vertraue ich am zweiten Mal. Ich habe auch gegen Inka. Ich würde auch Ente aufstellen. Also Ente sage ich auch, Ente ist am sinnvollsten. Inka habe ich bloß dagegen, dass Auge so für sie einspielt, obwohl Auge von Inka auch überhaupt nichts weiß. Belastet. Jojo, was sagst du denn zu der ganzen Sache? Der liegt immer noch lachend unterm Tisch. Ich denke gerade gar nichts mehr. Ich versuche einfach nur dieses Hintergrundrauschen irgendwie aus meinen Gedanken zu bekommen. Rechtsklick, Spieler stummschalten im Teamspeak, das hilft. Ja, nein, das Rauschen setzt sich ja jetzt weiter fort. Ja? Also selbst wenn er jetzt nichts sagt, höre ich ihn weiterreden. Das ist das Schlimme daran. Also, ich würde mal sagen, ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck. Ne? Nee, ja, ich würde sagen, der Fascho ist in deinem Kopf angekommen. Ja, ich merk's schon. Und mach was du willst. Nimm Carina, whatever. Das ist mir. Inka. Carina, was auch immer. Also, wie gesagt, nimm Inka oder Ente. Jetzt nimm halt jemand Ente. Frage ist jetzt, wen Ente aufstellt. Ja, das ist jetzt echt eine Frage. Ich weiß es nämlich auch nicht genau. Also, ich kann Gehr aufstellen, aber Gehr könnte auch genauso der typische liberale Hitler sein. Gehr war bisher, hatte einmal. Nee, er hatte. Will jetzt wieder anfangen, 2B, 1. Du hast ihm die Wahl gelassen. Stell Ente auf. Geh auf. Ich kann mich nicht selber aufstellen. Geh auf. Stell Geh auf. Ich würde mich ja gerne aufstellen. Geh nichts gegen dich, aber jemanden. Von Freddys Gnaden, da kommt bei mir ein Nein. Ich noch so logisch für jemanden argumentieren. Ich könnte es als Fascho übrigens jeden hier anschwärzen, weil dieser Idiot von Alex jeden, den ich für einen Fascho hält.
Also du bist schlimmer als Freddy als Unreal Tournament Kid. Ente. Glaubst du, ich würde als Hitler einen solchen Beef mit Freddy anfangen? Nein, ja. Aber als Fascho ja. Würdest du das schon. Oder als Liberaler, wenn er der Fascho ist. Ich will nur hinweisen, du kannst mich sicher als Nicht-Hitler wählen. Das ist gar keine so schlechte Argumentation. Das ist tatsächlich ein Argument, was Auge davor bringt. Wenn er eine rote rausbringt, wenn du ihm die Wahl lässt, kannst du ihn direkt erschießen. Dann kann ich direkt Freddy erschießen. Dann erschießt du einfach Freddy. Ganz ehrlich. Also da Auge mich... Diesen Move hat Freddy schon mal gebracht. Mit dem obvious Hitler... Ich bin aber nicht Freddy. Das heißt nicht, du kannst dich trotzdem was von ihm. Nein, auf solche dummen Strikes mache ich nicht. Du hast es ja sogar wunderbar begründet. Also, ich habe jetzt drei rote gezogen. Deswegen muss Freddy vorhin eine blaue gedrückt haben. Und es hat ihm wunderbar gepasst im Auge. Im Nachhinein hast du ja gar keine gedrückt, aber du bist trotzdem Fascho, weil ich deine Karte gesehen habe. Ich muss sagen, Auge, also ich glaube Auge, weil es logisch gewesen ist, Freddy zu untersuchen, auch wenn ihr beide drei rote gezogen habt, was wir im Nachhinein wissen. Und dann hat er halt einfach einen Faschisten. Ja, und es kann auch überhaupt kein günstiger Zufall für einen Fascho sein, dass er das jetzt so wunderbar begründen kann, warum er jemanden anschwärzt, ne? Oh, das war halt Zufall. Also Ente, ich würde auch sagen, der Plan, Augen zu wählen, ihm die Wahl zu lassen und ihn notfalls zu erschießen, ist ja eigentlich nicht schlecht. Oder wir kriegen halt eine sichere Blaue oder zu ziehen. Das ist so raus. Und dann erschießt du Freddy, dass Ruhe ist. Eng doch deine Aussage jetzt auf Auge und Alexander, nimm einfach Gea, Dojo, Inka... Hier meine ja, es Problem geht aber darum, jemanden so aufzustellen, der nicht Hitler ist. Wenig Information vorhanden ist. Er hat schon recht liberal gespielt, aber die eine Blaue zum Beispiel war letztendlich forciert dadurch, dass er drei Blaue gezogen hatte. Ja, schau mal, das heißt, er stimmt sogar für Auge. Wenn Gea jetzt Hitler wäre, dann würde er doch viel mehr das annehmen, zu sagen, ja, warum nicht mich? Das stimmt natürlich. Gea wäre mehr für sich selbst, wenn er Hitler wäre, das stimmt schon. Außerdem wäre es ja dumm gewesen, wenn du davon ausgehst, dass er Fascho in drei Blaue gesagt hätte, dann hätte ich einfach den Verdacht mehr auf Auge gelenkt oder auf Freddy oder auf wer auch immer von euch nicht. Ja, Freddy hat klebrige Finger. Du aber auch, Auge. Ihr seid ich bin ja liberal. Die Execution Power. Ja, Auge, entscheide Auge, einfach. Du bist liberal. Weißt du was, wenn du Hitler bist, ist es halt jetzt so. Also ich habe keine Lust, einen von diesen beiden obvious Idioten zu wählen. Dann nehme ich lieber den weniger obvious Hitler, falls du einer bist. So, EMSP. Ja, los, dreht rum. Bist du Hitler? Oh, 2-1. 3-1. Holy moly. Ja. Nein, ich bin nicht Hitler. Also, da haben wir ja jetzt vier Auge, Alex. Oh, Gea, du hast mich ins, Schwitzen gebracht. Weil... Oh ja. Warum? Ja. Weil Freddy dich angefingert hat. Aber ich hab die ganze das hat nichts mit dir zu tun, es hat nur damit zu tun, dass Freddy dich aufstellen wollte. Außerdem, Gero, darfst du nichts mehr sagen. Aber Gero, ich sag dir das Folgendes, ja? Du hast Auge ins Schwitzen gebracht, das waren gerade 3-9 hier, ja? Alex, Auge und Dojo. Weißt du, wie viele Faschisten im Spiel sind, Gero? Und weißt du, was Faschisten gern mal machen? Warum sollten jetzt in dieser Phase des Spiels drei Faschisten mit Nein voten? Weil jetzt eine Kugel vergeben wird? Wenn jetzt eine rote gespielt wird, warum ich weiß nicht, wessen Kopf die Kugel landet. Das wäre viel, das wäre zu obvious. Also zwei Neins, okay, aber das dritte, also das würde heißen, Hitler hat auch. Sehr gut. Also Gerd, das ist ja kurz überlegt, einfach die rote zu spielen und zu sagen, ich habe die rote gespielt, dass du einen von diesen beiden Idioten hast. Das ist Ruhe. Ja? Aber Gerd, am Ende würde Ente wieder würfeln. Gerd, hätte ich für dich als Liberal so Kampagne gemacht, wenn ich ein Fascho wäre? Ja. Und Auge, der schwitzt, und Alex, der auch Nein sagt? Ja, Gerd, ich schwitze, weil ich weiß, dass Freddy ein Fascho ist. Alex, so, jetzt ruhig, jetzt kommt der schwierige Nein, ein bisschen. Jetzt, wer Freddy, es wäre ja nicht das erste Mal, dass du eine rote spielst und danach zwei blaue als Fascho. Hä? Ich hab keine Zeit. Ich glaube, würde ich keine Liberalen so untergraben, gell? Alex, ich war nicht mal in der Regierung seit meiner ersten roten. So, natürlich war alles schon das aber nur um mal zu erläutern, wie du teilweise Leute, spielst, Freddy. Könnt ihr mal kurz ruhig sein, dass Dojo mal seinen Gedanken lauflassen kann und sagen kann, soll er fluten, wenn es ihm nicht passt. Also, es ist schwierig. Ihr habt euch da alle irgendwie was geleistet. Ich würde aber mal einfach mal Mordgedanken aufstellen, weil der schon bewiesen hatte, dass er Nein, der hat Rote rausgebracht und zwar wunderbar. Der hat eine Blaue rausgebracht. Aber das war eine der einfachen Blauen, das war die erste, glaube ich sogar. Aber von ihm kam diese Rote, da bin ich dagegen.
Das wäre zu secure. Der ist mir zu sehr ein Wackelkandidat. Selbst wenn er mich aufgestellt hat. Also Mod-Gedanken werdet ihr gleich sehen. Ich meine, wenn ihr ja votet, meine Güte. Ist jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann. Es könnte immer Hitler sein, Ente. Ja, das wäre das maximal Schlimmste. Drei roten Karten ist das immer das Schlimmste. Ja, drei roten Karten ist jeder Hitler. Aber ich bin auch dagegen. Ich meine, ich habe, also da Auge, da Auge. Aha, guck mal, drei Ja-Stimmen. Und eine davon, der bestätigte Faschist Freddy. Ja, Auge, ich war aber auch der. Ich würde sagen, das war gerade ein trauriger Versuch, Hitler aufzustellen. Und ja, du warst gerade gegen Mordgedanken. Ja, ich glaube auch. Und du hast mich angeschwatzt und ich weiß, was du bist. Und deswegen weiß ich dir. Ich weiß, was du bist und ich weiß, was du von letztens nochmal getan hast. Dein Host wohnt, ey. Also, Inka, eigentlich bleibt deine Wahl nur zwischen Auge und Alex. Es tut mir leid, ja, die Wahl ist scheiße, oder? Ja, die Wahl ist scheiße. Ganz egal. Ganz egal. Wen ich jetzt aufstelle... Ich möchte, dass das Ganze downgevotet wird. Punkt. Moment. Warum? Nein. Weil dann wäre Freddy als nächstes dran. Und den müssten wir auch downvoten. Und dann haben wir... Wer hat dann die Kugel? Dem obvious Fascho, der erotische Spieler, von der er die Power hatte. Nee, Inka, du musst dran sein, damit wir die beiden nächsten downvoten können. Die Frage ist, wenn jetzt Inka downgevotet wird und Freddy, und dann würde ja... Nee, Moment, kann nicht. Auge, ja, der Rote gespielt hat. Ja. So wie, genauso also wie du, ich Freddy. Dafür, dass Inka jetzt irgendwas macht. Inka, du musst was machen, sonst... Wer wird denn erschossen? Wer wird denn bei der Random-Karte erschossen? Gar keiner. Es wird niemand. Das ist die einzige Situation, wo niemand erschossen wird. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach, wenn alle Liberalen meinen, ewig Road to Random machen. Also ja? Ich glaube, also ehrlich, ist halt die Chance, dass wir das so gewinnen, ist höher als anders. Hitler ist. Was? Warum? Wer? Ich glaube nicht, dass Auge Hitler ist. Ach, nichts! Warum? Also könnte tatsächlich Hitler sein, meine Güte. Und Geh, was macht dich denn daran so sicher? Ich meine, hat der Rote gespielt. Er ist die Verbrüder. Ja, aber Hitler spielt immer als erstes einen Rote. Er würde nicht so aggressiv spielen, glaube ich dann. Ach so, ja gut. Aber den Fascho aufstellen ist jetzt auch nicht wirklich gut, also. Ja, aber wie gesagt, Inka kann ja, wenn ein Auge Fascho ist, ihn erschießen. Inka, stell mich auf, wenn ich eine blaue lege, haben wir gewonnen. Wenn ich eine rote lege, weil du mir... Wir haben nicht gewonnen, es liegen drei blaue bloß. Es kannst du bitte mal hingucken? Vier blaue. Kannst du nicht zählen, echt? Alex? Moment. Also bei mir liegen nee, es kann sein, dass er einen Bock hat. Ja, bitte guck mal. Es liegen vier blaue, ich hab's gerade gesehen. Ja, die hab ich mit G rausgebracht. Wenn jetzt natürlich Inka und Auge Faschisten sind, dann Respekt. Du kannst natürlich jetzt Inka als Indiz nehmen, Auge aufzustellen, aber ich bin gegen Auge. Auge hat bei mir gelogen. Ich hab bei dir gelogen, vor allem. Die beiden wissen überhaupt nichts voneinander. Und die spielen zusammen, als wüssten sie's. Ich möchte, Freddy hat schon alle durch als Faschisten. Das ist eher Opposition gegen dich, ja. Okay, Auge, bist du Hitler? Nein. Oh. Gott sei Dank. Okay, ey. Das wäre aber schon echt aggressiv von dir, so ein Hass Hitler aber zu wirklich spielen. Wer hat gerade mit Nein gewotet? Freddy und Dojo. Ja. Also ich will jetzt in den Chaos-Counter gehen. Ja, mit Faschisten noch eben anschwatzen, ja? Der vorher mit euch zusammen auch gegen Gär gewotet hat. Alex und Dojo, ihr habt Nein gewotet bei Gea und Ente, obwohl die beiden die Liberalsten hier am Tisch sind. Mordgedanken, Dojo und Freddy. Und Freddy könnte vielleicht sogar Hitler sein. Yes! Ach, fick dich ins Knie. Ja, muss ich doch. Easy! Der Versuch, Mordgedanken aufzustellen, war zu offensichtlich. War also, Dojo, das hättest du echt nicht machen sollen, hättest du die Kugel holen sollen. Es wäre alles nicht gegangen. Danach wäre ich politisch tot gewesen, dann wäre ich auch tot gewesen. Dann wäre auch nichts gegangen. Ist doch egal, insofern. Du erschießt einfach Auge. Auge war genauso verdächtig wie ich. Eine rote Karte, hast du da wirklich drei rote gezogen? Da habe ich wirklich drei rote gezogen. Ach, das ist so ein Pech für dich gewesen. Ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich super durchgekommen. Ja, na gut, das vielleicht hast du dich plötzlich aufgestellt hätte, wäre trotzdem verwirrt gewesen. Aber vielleicht wärst du einer der drei liberalen Bänke, oder der zwei liberalen Bänke dann da gestanden. Aber ich muss mal sagen, die ganzen Rückschlüsse, dieses Spiel